Ich schicke erstmal ein ganz großes Hallo und herzlich willkommen zu euch nach Hamburg zum Symposium ISB Nord in diesem Jahr. Wir hatten letztes Jahr ja ein ähnliches Thema, was auch schon vielschichtig war und haben dann danach so viel Zuspruch erhalten, dass wir gesagt haben, wir machen an diesem Themenstrang weiter. Wege in die Postwachstumsökonomie zwischen systemischen Leistungsgrenzen und einer Kultur des Genug. Und das bringt uns ja alltäglich, das merken wir ja alle persönlich, in eine ganze Reihe von Dilemmata, mit denen wir uns dann mehr oder weniger auseinandersetzen. Und ich fand dann nochmal interessant, auch für unsere Profession jetzt als Beraterinnen und Berater, als OrganisationsentwicklerInnen, dieses Zusammenspiel zu sehen. Auf der einen Seite die eigene persönliche Transformation, die steigende Bewusstheit, das Verändern auch von Gewohnheiten, wie wir es selbst für uns handhaben möchten. Und auf der anderen Seite das, was um uns herum passiert. Die Transformation der Systeme und des Umfelds, also das, was in Organisationen gilt, die bislang eben nur nach einer klassischen Wachstums- und Steigerungslogik funktionieren. Wachstum an sich ist ja nichts Falsches. Das ist eine ganz einfach ein netter Gedanke von Richard David Brecht, den ich bei ihm gehört habe. Wachstum an Empathie, an Wissen, an Lernen, an Kompetenz, das wünschen wir uns ja alle. Aber die klassische Wachstumslogik kommt an ihre Grenzen, an ihre systemischen Grenzen. Wir haben in der Vorbereitung im Team auch gemerkt, wie uns dieses Thema an unsere gedanklichen Grenzen drängt, an unsere Systemgrenzen. Aber umso mehr freue ich mich, dass wir zwei wirklich inspirierende Keynote-Speaker heute bei uns haben, den Hanno Burmeister und den Thorsten Nievenhuysen, die tief in diesem Themenspektrum unterwegs sind, die auch publiziert haben, die Bücher geschrieben haben, die sie auch dabei haben. Da werdet ihr später noch mehr hören. Und darauf dürfen wir uns wirklich alle freuen. Und ich freue mich auch über diese große Bandbreite, über dieses große Spektrum von Workshops und Workshop-Beitragenden, die wir heute genießen dürfen. Und das will ich auch schon mal hier jetzt an der Stelle als großen Dank aussprechen, sowohl an Hanno als auch an Thorsten, als auch an die ganzen Workshop-Beitragenden, die heute diesen Tag gestalten. Denn von einem bin ich wirklich zutiefst überzeugt: Wir brauchen den Dialog und den Austausch zu diesen Themen. Auch und gerade, wenn es keine einfachen Antworten gibt. Und für diesen Rahmen und für diesen Austausch geben wir immer wieder alles rein, was ihr jetzt erleben werdet, den Tag über in unser Symposium ISB Nord. Das möchten wir immer wieder anbieten. Vielen Dank.